sind zurück beim Huawei Honor 5X und wir sehen an dieser Stelle die Frontkamera im HD-Modus. Man muss direkt einmal zu Anfang eigentlich sagen, dass man hier wirklich definitiv eben keinen Full-HD-Modus bei diesem Smartphone in diesem Mittelklasse-Bereich von rund 270 Euro findet. Das ist wirklich etwas schade. Da gibt es eben auch Smartphones, die bereits eben auch den Full-HD-Bereich über die Frontkamera dort selbst in der Preiskategorie schon anbieten. Hier ist es also schon ein bisschen schade, dass man nur den HD-Bereich hat. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich sich sonst über diese Frontkamera kaum beschweren. Das heißt, einerseits hat man eine Kamera, die recht lichtstark herüberkommt. Das heißt, selbst in schwierigen Lichtsituationen, wo wenig Licht im Raum ist, kann diese Kamera noch relativ gut damit umgehen. Und Bildrauschen setzt auch relativ spät an dieser Stelle ein. Insgesamt also eine recht zufriedenstellende Kamera, auch was den Bildstabilisator, wie man hier sieht, wenn man sich einfach mal etwas schneller durch den Raum bewegt, angeht. Auch da kann sich das Smartphone definitiv nicht mit der wirklichen Oberklasse innerhalb der Mittelklasse-Smartphones sozusagen, also in dem Top-Ranking der Mittelklasse-Smartphones, sich mit dieser Frontkamera aufhalten. Das nicht. Es gibt durchaus natürlich bessere Bildstabilisatoren, aber insgesamt kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren und man kann recht passable Aufnahmen eigentlich auch mit dieser Frontkamera an dieser Stelle machen.